Liebes Präsidium, liebe Parteifreunde, liebe Parteifreundinnen, zunächst möchte ich Ihnen als Vorsitzende des neu gegründeten Bundesfachausschusses Familie, Frauen, Senioren und Jugend einmal etwas zum besagten Thema sagen. Familienpolitik ist in der Gesellschaft angesagt. Bei den Damen Nahles und vor allem Schwesig steht weder das Thema Eigenverantwortung noch das Thema Selbstbestimmung im Vordergrund. Und das, liebe Parteifreunde, das ist doch eine Steilvorlage für Freie Demokraten. Wir wollen, dass die Menschen selbstbestimmt sagen, wie sie ihr Leben gestalten wollen. Und zwar egal, ob Mann, Frau oder Vater oder Mutter. Morgen, Speakers Corner, diskutieren Sie mit, denn ich glaube schon, dass hier die FDP auch familienpolitisch so ein bisschen wachgeküsst werden muss. Nächster Punkt für mich, für den ich stehe, für die andere, für die neue FDP. In die Leitbilddebatte habe ich mich im letzten Jahr aktiv als Leitbildbotschafterin eingebracht, die Debatte begleitet und mit vielen Parteifreunden, Parteifreundinnen vor Ort dieses diskutiert, offen, kritisch und immer fair. Und dabei wurde eines deutlich. Wir mussten uns wahrlich nicht neu erfinden, aber wir mussten uns neu entdecken. Und das haben wir gemacht in den letzten Monaten. Wir haben eins begriffen, zusammen, und zwar nur zusammen sind wir stark. Aus der gesamten Republik nach Hamburg, nach Bremen, was haben wir da gemacht? Wir haben Luftballons steigen lassen. Aber das war doch ein super Zeichen, ein tolles Zeichen nach außen und ein noch besseres Zeichen nach innen für unsere Parteifreunde, denn jeder hat es verstanden. Es geht nur gemeinsam. Liebe Parteifreunde, Parteifreundinnen, diesen Prozess möchte ich weiter begleiten und auch noch inhaltlich weiter unterfüttern. Und Sie wundern sich nicht, wenn ich jetzt das Thema Bildung noch kurz anspreche. Es geht nämlich auch um das Thema Bildung. Bildung macht stark jeden Einzelnen von uns, aber eben auch unsere Gesellschaft. Die Freien Demokraten stehen für weltbeste Bildung. Die Freien Demokraten haben verstanden, ohne Bildung geht nichts, wie der Berliner sagt, mit Bildung geht fast alles. Weltbeste Bildung und wie? Erstens mit der weltbesten vorschulischen Bildung, dann garantieren wir oder verbessern wir die Startchancen. Zweitens mit den besten, weltbesten Pädagogen. Und drittens, ganz wichtig, mit mehr Freiheit und mehr Eigenverantwortung für die einzelne Bildungseinrichtung, egal ob Kita, Schule oder Hochschule. Liebe Parteifreunde, liebe Parteifreunde, neben diesen landesspezifischen Themen, gerade zum Thema Bildung, sollte uns dieses auch als bildungspolitisches Credo, sollten wir dieses wahrnehmen. Liebe Parteifreunde, Parteifreunde, ich heiße Mieke Senftleben, ich bin 63 Jahre alt, 35 Jahre mit einem und demselben Mann verheiratet, die Bilanz 5 Kinder, 5 Schwiegerkinder, 6 Enkelkinder. Liebe Parteifreunde, ich würde mich sehr über Ihre Unterstützung freuen und schließe mit dem Versprechen, wo Mieke draufsteht, steckt auch Mieke drin. Vielen Dank.